Sehe ich zumindest auch hier, dass es beginnt. Ja, dann herzlich willkommen hier nochmal an alle, die sich zu dem dritten Webinar hier eingeloggt haben. Ich freue mich sehr, dass wir wieder mit der Stiftung Bürgermut gemeinsam dieses Webinar anbieten können, nun schon das dritte. Und Herr Schob vom CDI-Zentrum Paderborn sich als Referent zur Verfügung gestellt hat, den ich gleich noch dann auch kurz vorstellen werde. Bevor ich damit beginne, würde ich zwei, drei technische Fragen beantworten. Einige sind ja schon alte Hasen, andere sind neu dabei. Für diejenigen, die neu dabei sind, Sie sehen uns, Sie hören uns, wir sehen Sie nicht und hören Sie auch nicht. Aber Sie haben die Möglichkeit, über den Chat, den einige ja auch schon benutzt haben, sich zu beteiligen. Dort können Sie auch während des Vortrags von Herrn Schob schon mal Fragen reinstellen oder auch, wenn Sie ein technisches Problem haben, Bea Polei, die von der Stiftung Bürgermut im Hintergrund, das wird sich dann auch darum kümmern. Und ich sammle diese Fragen und werde dann, nachdem Herr Schob so circa 30 Minuten, 40 Minuten habe ich so verstanden, uns etwas erzählen wird, dann die Fragerunde öffnet und ich werde dann mich wieder einblenden mit dem Monitor und die Fragen dann Herrn Schob stellen bzw. moderieren, dass er sie dann, hoffentlich schaffen wir es dann, alle Fragen auch beantworten kann. Das war es, glaube ich, schon zu dem technischen Hintergrund. Herr Schob freu mich sehr, dass er heute hier dabei ist und von seiner Erfahrung berichten wird. Er ist Diplom-Volkswirt, ist seit 2004 bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Paderborn beschäftigt und hat von Anfang an, also seit 2010, den Aufbau des CDI-Netzwerks in Paderborn begleitet, auch mit entsprechenden Förderanträgen unterstützt und ist seit 2 Jahren, hat er die Leitung des CDI-Zentrums FIT, habe ich es jetzt richtig, CDFIT Paderborn übernommen. Und er sagt, MINT-Förderung muss so selbstverständlich sein wie Sport im Verein oder Musikunterricht am Nachmittag. Das finde ich schon mal eine klare Ansage und ich freue mich sehr zu erfahren, wie Sie das bei sich im Netzwerk umsetzen, welche Erfahrungen Sie da gemacht haben und eben, wie hält man so ein Netzwerk zusammen? Viel Spaß. Ganz herzlichen Dank. Auch von mir herzlich willkommen an alle aus Paderborn. Vielen Dank, Frau Kovitz-Harms, für die Einladung und vielen Dank, Frau Polei, dafür, dass Sie das technisch möglich gemacht haben, dass das auch alles funktioniert. Wie Frau Kovitz-Harms schon gesagt hat, habe ich den Aufbau des CDI-Netzwerks hier in Paderborn von Anfang an begleitet und darf es seit 2,5 Jahren leiten und werde einfach ein bisschen berichten, wie wir zu diesem CDI-Netzwerk gekommen sind, wie wir es aufgebaut haben. Wann der Zufall geholfen hat, wann es tatsächlich planvolles Vorgehen war. Ich werde mich sehr stark bemühen, nicht 30 bis 40 Minuten zu reden, sondern ein bisschen kürzer, damit wir mehr Zeit für Ihre Fragen haben, weil ich glaube, dass es erst dann richtig spannend wird, wenn wir hinterher auf Ihre Fragen eingehen und so ein bisschen schauen werden, wo Paderborner Spezifika, vielleicht Paderborner Spezifika sind, vielleicht aber auch übertragen werden können. Die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich zumindest schon mal von der ZTI-Landesinitiative in NRW gehört haben. Darum mache ich das ganz kurz und knapp und fokussiere mich mehr auf das ZTI-Netzwerk bzw. Zentrum hier im Kreis Paderborn. Werde einen ganz kurzen Ausflug zu ZTI BSO MINT machen. Die meisten haben wahrscheinlich auch den Begriff schon mal gehört. BSO steht für Berufs- und Studienorientierung im MINT-Bereich. Und das ist ein Netzwerk, das hier in Paderborn relativ schnell gewachsen ist. Zum Schluss, auch wenn es ein bisschen vermessen klingt, Top 10, die Top 10 des Netzwerkmanagements an dieser Stelle schon mal vorweggeschickt, ausschließlich aus Paderborner Sicht. Das mag für Sie und in Ihren Netzwerken selbstverständlich ganz anders aussehen, aber ein paar Parallelen mag es da ja vielleicht auch geben. Ganz kurz zur ZTI-Landesinitiative, das ist auch wirklich nur eine Folie. In der ZTI-Landesinitiative, die seit 2008 in ihrer jetzigen Form besteht, haben wir im Moment um die 44 ZTI-Zentren. Wenn ich im Moment sage, heißt das, dass dort regelmäßig neue ZTI-Zentren dazukommen. Ich meine zu erinnern, maximal könnten es 53 werden für Nordrhein-Westfalen. Wir haben im Moment relativ genau 50 ZTI-Schülerlabore. Auch das ist eine Zahl, die nicht in Stein gemeißelt ist. Wir haben eins in Paderborn beispielsweise. Hier entsteht aber gerade ein zweites, weil das existierende die Kapazitätsauslastung bei etwa 100% erreicht hat. Und momentan, wenn wir landesweit schauen,
laut Zahlen der ZTI-Landeskoordinierung circa 3.800 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Schule und Politik. So viel zur ZTI-Landesinitiative. 2010 ist ZTI dann auch nach Paderborn gekommen und hat sich eine Zielsetzung gegeben, die relativ einfach ist und ich glaube, in den meisten ZTI-Zentren auch in dieser oder ähnlicher Form existiert. Das heißt, es geht letzten Endes darum, die Begeisterung für Technik, fürs Forschen und Experimentieren, die wir alle aus den Kindergärten kennen, tatsächlich durch die Schule, sprich die Bildungsbiografie bis hin zum Berufs- oder Studieneintritt aufrechtzuerhalten, gegebenenfalls zu wecken, immer wieder zu unterstützen, weil ich glaube, dass Fachkräftesicherung, gerade MINT-Fachkräftesicherung, häufig falsch diskutiert wird. Ich sehe ein, dass es Sofortmaßnahmen geben muss und dass wir uns alle auf diejenigen konzentrieren und ein harter Wettbewerb auch entbrannt ist um diejenigen, die gerade die Universitäten verlassen oder die Schulen verlassen, um in die duale Ausbildung zu gehen. Ich glaube aber, dass wir das Problem mit Fachkräftesicherung nur dann lösen können, wenn wir uns nicht oben um den Flaschenhals streiten, sondern wenn wir versuchen, den Flaschenhals breiter zu machen. Entsprechend ist die Idee, das Ganze entlang der gesamten Bildungsbiografie anzugehen, auch tatsächlich so wörtlich zu nehmen, wie es da steht. Und ich bin sehr froh, dass es für Paderborn in der Zwischenzeit gelungen ist, auch tatsächlich die, sagen wir mal, Kinder und Jugendlichen von 3 bis, naja, 20, 22, 24, 26 in Anführungszeichen mit außerschulischen oder außerinstitutionellen MINT Erfahrungsmöglichkeiten zu, ich glaube, doch in vielen Fällen begeistern. In Paderborn hat sich als Kern des ZTI-Netzwerks die Konstellation herausgestellt, die Sie auf der Grafik sehen können, in der Grafik sehen können. Wir beginnen mal links unten mit dem Haus der kleinen Forscher. Das war für uns damals der Lückenschluss, um tatsächlich entlang der Bildungsbiografie auch schon bei den ganz Kleinen ab 3 Jahren beginnen zu können, seit das Haus der kleinen Forscher auch in die Grundschulen geht, heißt das bis etwa die 10-Jährigen zu erreichen. Es schließt sich an, beziehungsweise überschneidet sich in Teilen mit dem Schülerlabor hier in Paderborn, CoolMINT Paderborn, das Angebote für ganze Klassen ab Klasse 3 bis hin zu den Abiturjahrgängen anbietet. Hier haben jeweils ganze Klassenverbünde die Möglichkeit, mal einen halben bis einen Tag unter Laborbedingungen zu experimentieren und zu forschen, gegebenenfalls auch über einen etwas längeren Zeitraum. Die meisten Angebote sind aber halb- oder eintägig. Dann haben wir als Ergänzung zum Schülerlabor seit 3 Jahren ein Schülerforschungszentrum CoolMINT forscht. Hier haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, auch außerhalb des Schülerlabors, das heißt außerhalb eines Klassenverbandes, mit ihren Einzelinteressen und Wünschen zu forschen und zu experimentieren. Es hat sich in den vergangenen 3 Jahren herauskristallisiert, dass wir dort circa 70 bis 80 Kindern und Jugendlichen eine Forscherheimat bieten können. Ab etwa 8 Jahren, an Wettbewerben dürfen sie in der Regel teilnehmen, ab 10 Jahren und wir haben festgestellt, dass die Kinder und Jugendlichen nicht lange da sind und ganz schnell an Wettbewerben teilnehmen möchten. Das heißt, wir haben innerhalb oder diese 70 und 80, 70 bis 80 Kinder und Jugendlichen verteilen sich dann auf etwa 30 Wettbewerbsteams für Jugend forscht, First Lego League und die World Robot Olympiad und natürlich auch kleinere regionale Wettbewerbe. 2010 ist das ZTI-Zentrum in Paderborn entstanden und als ZTI-Zentrum im engeren Sinne mit den BSO-MINT-Maßnahmen relativ schnell, in Anführungszeichen, relativ groß geworden. Das heißt, die BSO-MINT-Maßnahmen haben hier ganz schnell Fuß gefasst und da hat es mit Sicherheit auch geholfen, dass das ZTI-Zentrum hier bei der Wirtschaftsförderung in Paderborn angesiedelt ist, weil dadurch der Unternehmenskontext sehr, sehr schnell hergestellt werden konnte. Dazu kommt nachher noch ein kleines bisschen mehr.
in Zahlen, damit Sie so einschätzen können, ob das vielleicht mit Ihren Netzwerken ungefähr vergleichbar ist, was sich übertragen lässt, was sich vielleicht auch nicht eins zu eins übertragen lässt. Wir haben hier im Kreis Paderborn ca. 173 Kitas. Wenn ich sage circa, stimmt das nicht. Es sind 173 Stand heute und 105 Schulen aller Schulformen. Wir haben im Schülerlabor, das ebenso wie das ZTI-Zentrum seit 2010 existiert, jährlich etwa 3.500 bis 4.000 Teilnehmende. Das heißt, an etwa 200 Tagen im Jahr ist dort Betrieb. Und damit ist das Schülerlabor kapazitativ ausgelastet. Wir bieten als ZTI-Zentrum Workshops für etwa 200 pädagogische Fachkräfte pro Jahr an. Wir haben, wie eben schon gesagt, bis zu 80 Jugendliche in Wettbewerbsteams. Wir veranstalten als ZTI etwa 70 Maßnahmen zur vertieften Berufs- und Studienorientierung pro Jahr mit ca. 800 Teilnehmenden. Und wenn wir jetzt mal alle zusammennehmen im Zeitraum 2010 bis 2016, haben 25.000 Teilnehmende überwiegend natürlich Kinder und Jugendliche und mit einem ganz großen Fokus auf dem Schülerlabor die Angebote der MINT-Begeisterungsinfrastruktur in Paderborn besucht. Gehen wir kurz zurück ins Jahr 2010, als das ZTI-Netzwerk hier in Paderborn gegründet wurde. Wir haben hier eine vielleicht Sonderform oder hat eine besondere Ausgangslage, weil das ZTI-Zentrum städtisch angesiedelt ist bei der Stadt Paderborn, die Stadt Paderborn aber keine kreisfreie Stadt ist. Das heißt, Paderborn ist Oberzentrum im Kreis Paderborn. Auf die Stadt Paderborn entfallen etwa 50% der Einwohner. Und insgesamt gibt es im Kreis Paderborn 10 Städte und Gemeinden. Das heißt, ohne da zu sehr ins Detail gehen zu wollen, dass wir gerade am Anfang schon mit einer ganzen Menge Befindlichkeiten, Vorurteilen und in gewisser Weise auch Ängsten oder Befürchtungen umgehen mussten, dass wir doch hier nur wieder ein Paderborner Ding machen und die übrigen Städte und Gemeinden gegebenenfalls in die Röhre schauen. Auf der anderen Seite muss man sagen, bis auf Paderborn hat sich auch im Jahr 2010 niemand eindeutig dazu bekannt, dass es hier ein ZTI-Zentrum geben soll. Das ist inzwischen definitiv anders und diese Ängste und Sorgen gibt es auch nicht mehr, zumal seitens der Landeskoordinierung auch immer gesagt wurde, wenn ihr ZTI spielt, dann dürft ihr es in Paderborn spielen, ihr müsst es aber bitte kreisweit spielen. Und das machen wir auch und es funktioniert auch von Anfang an wirklich gut. Die Herausforderung am Anfang war, dass wir Akteure finden mussten, die bereit sind, auf einer kreisweiten Ebene mit uns zusammenzuarbeiten und einer ZTI-Struktur, einem ZTI-Zentrum den notwendigen Rückenwind zu geben. Und wenn ich darüber spreche, dann spreche ich an dieser Stelle tatsächlich über das einzig wirkliche strategische Netzwerk, das wir für ZTI seit 2010 gegründet haben. Das heißt, hier sprechen wir über ein Netzwerk, in dem wir für den Kreis, in Anführungszeichen Hochkaräter wie den Landrat, für die Stadt Paderborn den Bürgermeister, für die Hochschule den Präsidenten, für Kammern und Verbände die jeweiligen Geschäftsführer gewinnen konnten und auch einige große Unternehmen aus Paderborn, um, sagen wir mal, ein breites Fundament zu setzen und ein Bekenntnis herzustellen, jawohl, wir wollen ZTI hier in der Region. Und erteilen euch sozusagen den Auftrag, es auch tatsächlich kreisweit aufzubauen und, wie ich umgangssprachlich gerne sage, zu spielen. Das war, wie gesagt, das einzige strategische Netzwerk, das wir gebaut haben. Denn mit den Partnern, die ich gerade nannte, kann ich eine Menge anfangen, aber nicht mit den jeweiligen Köpfen, weil die für Strategie zuständig sind, nicht für die operative Umsetzung. Also fing die eigentliche Arbeit, an dieser Stelle muss ich noch einen Einschub machen. Das sind, sagen wir mal, Netzwerke, die Sie knüpfen, aber nicht als Netzwerkkoordinator. Meine Rolle an der Stelle war die eines Begleiters, definitiv nicht diejenige des Treibers, denn das wird tatsächlich auf der Ebene Geschäftsführer, Bürgermeister, Amtsvorsteher, Amtsleiter bzw. Landrat getrieben. Der Part der eigentlichen Netzwerkkoordination in der operativen Umsetzung setzt später an. Das heißt, an dieser Stelle, glaube ich, laufen Sie ins Leere, wenn Sie sagen, boah, ich habe hier eine tolle Projektidee, ich will auch sowas wie MINT-Förderung machen. Ich lege jetzt einfach mal los. Wenn Sie einen breiten Konsens brauchen, um es in einer Region transportieren zu können, dann müssen an dieser Stelle andere Leute mit an den Tisch und die Entscheidungen mit treffen.
Um das Ganze umsetzen zu können, ist diese Keimzelle an Akteuren geschaffen worden. Und um es dann in die, sagen wir mal, operative Umsetzung bringen zu können, mussten wir natürlich für ganz unterschiedliche Bereiche, ich sage mal, Subnetzwerke schaffen. Das heißt, wir haben dann angefangen, operative Netzwerke zu schaffen, beispielsweise für einzelne Bereiche. Wir haben ein Netzwerkhaus der kleinen Forscher, das in Teilen auch Schnittmengen hat mit beispielsweise dem Netzwerk des Schülerlabors, das wir für das Schülerlabor aufgebaut haben, aber eben nur in Teilen. Grundsätzlich sind es erstmal Netzwerke, die auch nebeneinander bestehen können. Und an der Stelle war es dann auch irgendwann notwendig, tatsächlich unterschiedlichen Menschen auch Verantwortung für die jeweiligen Netzwerke zu geben. Zumindest bei den Zahlen, die ich vorhin erwähnt habe, ist das hier im Kreis Paderborn wenigstens nicht mehr von einer Person alleine zu bewältigen. Das heißt, wir haben auch manchmal Netzwerke, das sind dann eher so Sponsorennetzwerke, die wir nur für einzelne Projekte, beispielsweise für Wettbewerbsteams, die sich für internationale Finalteilnahmen qualifiziert haben, oder für das Sponsoring für Roboterkästen, um Robotik für Mädchen anbieten zu können oder ähnliches geschaffen. Das sind Netzwerke, die sind dann sehr kurzlebig und zerfallen auch hinterher unter Umständen wieder, um irgendwann neu aufgebaut zu werden. Ich glaube, entscheidend an dieser Stelle ist, dass wir beim Aufbau dieser Netzwerke immer geschaut haben, dass wir Menschen in der Region identifizieren können, die gar nicht exakt dieselben Interessen haben müssen wie wir. Es muss nur eine gemeinsame Schnittmenge in den Interessen geben. Und wir haben sehr darauf geachtet, dass die Menschen, die uns hier im ZTI-Zentrum unterstützen, selber sehr gut vernetzt sind. Beispiel Schülerforschungszentrum, das wir ja aufgebaut haben. Für das Schülerforschungszentrum konnten wir die wahrscheinlich im Kreis Paderborn talentierteste Talentförderin gewinnen, die ihrerseits als ehemalige Lehrerin so gut in der Schullandschaft vernetzt war, dass wir auf einmal Schulen erschließen konnten, an die wir vorher als ZTI-Zentrum kaum rangekommen sind. Das Gleiche haben wir gemacht, indem wir uns mit dem Bildungs- und Integrationszentrum des Kreises Paderborn vernetzt haben, weil der die Zugänge oder weil wir darüber wiederum die Zugänge in die Schulen der unterschiedlichen Schulformen im Kreisgebiet Paderborn erhalten haben. Wir als Wirtschaftsförderung, wir fokussieren uns in erster Linie auf Unternehmen. Und ich glaube, dahin haben wir auch ganz gute Drähte. Die zu erschließen, ist für uns nicht ganz so schwer, in die Schulen reinzukommen. Das ist schon für uns zumindest eine schwierigere Nummer gewesen. Und darum haben wir um dieses Netzwerk auch tatsächlich nachhaltig und mit einem vertretbaren Aufwand aufbauen zu können, immer darauf geachtet, dass wir die Menschen mit einbeziehen, die über entsprechende Verbindungen und Kontakte auch schon verfügen. Wenn es dann mal tatsächlich knibbelig wurde, kann ich nur sagen, Unterstützung ist herzlich willkommen zu jeder Zeit. Wir haben halt in Nordrhein-Westfalen das Glück, dass wir durch die ZTI-Landeskoordinierung auch Unterstützung in so ziemlich allen Fragen erhalten können. Denn bei 44 ZTI-Zentren landesweit können Sie sich vorstellen, dass es eine ganze Menge ZTI-Zentren gibt, die Fragestellungen, die uns gerade bewegen, vielleicht in der Vergangenheit schon für sich abgearbeitet und gelöst haben, sodass wir aus derartigen Erfahrungsschätzen auch lernen bzw. davon profitieren können. Was noch dazu gehört zu unserer Netzwerkerfahrung hier in Paderborn ist, wenn sich gute Gelegenheiten bieten, dann darf man auch einfach mal zugreifen. Dann muss man nicht so wahnsinnig bescheiden sein. Zum Beispiel war es so, dass vor 2,5 Jahren das Netzwerk Haus der kleinen Forscher im Kreis Paderborn schon für einige Zeit nicht mehr, soll ich sagen, aktiv war, nicht mehr operativ war, weil der damalige Netzwerkkoordinator das Ganze ehrenamtlich gemacht hat und festgestellt hat, Hauptberuf plus Ehrenamt geht nicht mehr. Und es war eher ein Zufall, dass wir mit der Stiftung Haus der kleinen Forscher in Berlin ins Gespräch gekommen sind. Und bei der Gelegenheit ergab es sich, obwohl es gar nicht die Zielsetzung dieses Gesprächs war, über das Haus der kleinen Forscher und das Netzwerk in Paderborn zu sprechen, bis dann die Frage auftauchte, können Sie sich nicht vorstellen, das als ZTI-Zentrum zu übernehmen, denn das passt ja auch in den Anspruch, den Sie als ZTI-Zentrum haben. Und dann war das Überlegen eigentlich relativ kurz. Dann haben wir gesagt, jawohl, das können wir uns gut vorstellen. Haben dann auch eine Mitarbeiterin mit einem Stundenkontingent von etwa einer halben Stelle gefunden, die gesagt hat, das kann ich mir auch gut vorstellen, dann mache ich gerne mit, das Haus der kleinen Forscher hier in Paderborn zu koordinieren. Und ich darf sagen,
Vom Stellenwert her muss man natürlich an der Stelle auch immer gucken, was kann ich da jetzt wirklich reinstecken, was nicht. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir sagen, wir machen ein bis zwei größere Veranstaltungen pro Jahr, wo wir beispielsweise mal im historischen Rathaus der Stadt Paderborn sind, mit Kindern und Experimentierstationen unterwegs sind aus Kitas, die bereits Häuser der kleinen Forscher sind, um dann dort auch quasi einmal den gesamten Einladungsverteiler, den wir haben, circa 170 Kitas im Kreis Paderborn anzuschreiben und einzuladen. Mensch, kommt vorbei, besucht uns. Daneben machen wir 10 bis 12 Veranstaltungen für die pädagogischen Fachkräfte pro Jahr, die, ich glaube, wir haben noch 4 freie Plätze in diesem Jahr, ansonsten ausgebucht sind. Und das ist das Engagement, das wir im Moment dann auch in das Haus der kleinen Forscher stecken können. Und das tun wir auch gerne. Als ich mir Gedanken über dieses Webinar gemacht habe, kam irgendwann mal die Frage, was ist jetzt eigentlich die Rolle eines Netzwerkmanagers, eines Netzwerkmanagements? Was für gerade fachliche Kompetenzen muss der vielleicht mitbringen? Anfangs, als ZTI auch für mich noch relativ neu war, habe ich öfter überlegt, wäre es vielleicht sinnvoller, dort einen Naturwissenschaftler zu haben oder einen Informatiker zu haben oder tatsächlich ein Minti oder ein Ne-Minti zu haben, die oder der das Netzwerk koordiniert. Nur um dann letzten Endes festzustellen, letzten Endes ist es völlig wurscht. Es muss ein Generalist sein oder eine Generalistin, die in der Lage sind, Menschen und mögliche Kooperationspartner zusammenzuführen und die auch in der Lage sind, unterschiedliche Dienstleistungen zu definieren, die sie den Netzwerkpartnern anbieten können. Das wird vielleicht ein bisschen deutlicher, wenn wir uns mal ganz kurz noch über ZTI BSO MINT unterhalten. Die vertiefte Berufs- und Studienorientierung im MINT-Bereich hier in Paderborn mit etwa 70 bis 80 Maßnahmen im Jahr und etwa 800 Teilnehmenden ist auch im Jahr 2010 entstanden und dann ganz langsam gewachsen. Und wir haben für BSO MINT festgestellt, wir müssen ein eigenes Netzwerk gründen, weil das Thema vertiefte Berufs- und Studienorientierung mit den Kitas nichts zu tun hat, mit vielen anderen Akteuren in unserem ZTI-Netzwerk nichts zu tun hat. Aber definitiv ganz viel mit Universität und Unternehmen zu tun hat. Das heißt, die mussten wir noch viel stärker einbinden in das Netzwerk, insbesondere auch Unternehmensnetzwerke, die sich häufig leichter damit tun, hier gemeinsame Angebote mit uns zu definieren, als das einzelne, gerade kleine und mittelständische Unternehmen tun. Und wir haben seit 2 Jahren auch das Ziel erreicht, mindestens 80% unserer Angebote in der vertieften Berufs- und Studienorientierung mit Unternehmen und Unternehmensnetzwerken durchzuführen. Hintergrund ist ganz einfach, dass wir gesagt haben, wir möchten reale Erlebnisse schaffen und keine simulierten Realitäten anbieten, sondern diese Maßnahmen, diese Angebote, die ja im weitesten Sinne Weiterbildungsangebote sind, sollen dann auch wirklich außerschulisch, das heißt in den Unternehmen stattfinden oder an den Uni, in den Unilaboratorien stattfinden, in den Vorlesungs-, sprich Hörsälen der Universität stattfinden. Und das ist, denke ich, auch ganz gut gelungen. An der Stelle haben wir auch festgestellt, dass formale Elemente, die wir für das Netzwerkmanagement eingebaut hatten, so nicht mehr funktionieren. Denn wir haben natürlich aus der Riege der Partner, die wir 2010 akquiriert haben, für diese Bekundung, jawohl, wir wollen ZTI im Kreis Paderborn, so eine Art Lenkungskreis gegründet, der die Leitung des ZTI-Zentrums unterstützt in der Ausrichtung der Arbeit, vielleicht auch in der Kanalisierung der Ressourcen, auch der finanziellen Mittel, die zur Verfügung stehen. Haben dort aber nicht unterschieden seinerzeit zwischen Partnern, die ein eigenes Interesse an BSO MINT haben. Wir müssen dazu wissen, dass für BSO MINT Fördermittel seitens der Landesregierung zur Verfügung gestellt werden und solchen Partnern im Lenkungskreis, die kein Interesse an diesen BSO MINT-Mitteln haben. Ich will nicht sagen, dass das zu einer Schieflage geführt hat. Aber als wir erste Anzeichen wahrgenommen haben, dass das passieren könnte, haben wir dann beispielsweise gesagt, wir müssen, um dieses Netzwerk weiter sauber, sagen wir mal, koordinieren und gestalten zu können, diesen Lenkungskreis aufteilen. Und zwar in einen Quasi-Lenkungskreis, der eher eine Beiratsfunktion hat und kein mit Partnern, die kein eigenes BSO MINT-Interesse haben. Und weil BSO MINT so bedeutsam geworden ist, hier im Kreis Paderborn gibt es einen eigenen BSO MINT-Trägerkreis als sozusagen ergänzende, regelmäßig stattfindende Veranstaltungsform,
um hier auch so ein bisschen einen formalen Charakter in das ganze Netzwerkmanagement reinzubringen. Klar ist, dass das meiste eher informell stattfindet. Das heißt, der größte Teil des Netzwerkmanagements ist definitiv am Telefon. Der zweitgrößte Teil auf Veranstaltungen, wo man sich trifft und dann natürlich gerade am Rande auch wieder ins Gespräch kommt. Und dann gibt es hin und wieder eben diese ganz offiziellen Veranstaltungen als Netzwerkveranstaltungen, die aber in der Tat den bei weitem geringsten Teil ausmachen. Was wir gerade mit der ZTI-Landeskoordinierung evaluieren und versuchen konzeptionell zu fassen, ist, inwieweit uns Social Media tatsächlich helfen kann, im Thema Netzwerkmanagement. Ich bin ganz froh, dass ich dafür ein schönes Zitat gefunden habe im Vorfeld. A fool with a tool is still a fool. Das heißt, soziale Medien können mit Sicherheit Netzwerkmanagementprozesse unterstützen, machen vielleicht auch einiges leichter. Aber ich stelle fest, dass zumindest dort, wo ich hier über Multiplikatoren spreche, wo ich auch über Menschen spreche, die so wie ich so rund um die 50 unterwegs sind, es für uns noch wesentlich selbstverständlicher ist, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Ich stelle auf der anderen Seite aber auch fest, dass ich sehr viel mehr über Xing kommuniziere, als das noch vor 5 Jahren der Fall war, weil wir natürlich auch viele jüngere Partner haben, gerade auch in den Unternehmen, jüngere Führungsnachwuchskräfte, die über BSO-Maßnahmen mit uns sprechen. Und was wir bislang nicht völlig außer Acht gelassen haben, aber nicht ausreichend und was wir jetzt viel stärker in den Fokus nehmen, ist die Frage, wie erreichen wir eigentlich die Jugendlichen? Denn wir machen viel für die Jugendlichen, aber wir sprechen noch nicht ausreichend mit ihnen in der Konzeption der Angebote. Da haben wir jetzt die ersten Schritte gemacht und da hoffe ich auch, dass uns da vielleicht die sozialen Medien in Maßen ein bisschen weiterbringen können. Wir werden das sehen. Ich sprach eben die Rolle der Netzwerkkoordination an und hier schließt sich jetzt der Kreis zum Thema, was macht eigentlich Netzwerkkoordination? Was muss Netzwerkkoordination können und was muss sie für einen fachlichen Hintergrund haben? Und ich habe behauptet, sie muss in der Lage sein, sich darauf einzustellen, immer wieder sich ändernde Dienstleistungen anzubieten. Das, was jetzt hier steht, zum Beispiel bei der Maßnahmekonzeption, bei der schriftlichen Antragstellung, der Abrechnung, der BSO-MINT-Maßnahmen behilflich zu sein. Das gab es vor BSO nicht. Sowas brauche ich auch für kein Netzwerkhaus der kleinen Forscher, zumindest für das im Kreis Paderborn. Ich will da niemandem zu nahe treten, die oder der vielleicht Ähnliches auch fürs Haus der kleinen Forscher anbietet. Oder eine Dokumentenführung und Angebotsverwaltung, die AZAV-Kriterien entspricht, als Qualitätsmanagement. Das sind Dinge, die sind durch BSO-MINT dazugekommen und an dieser Stelle wage ich die kühne These, dass wahrscheinlich ein Generalist mit Projekterfahrung hier zumindest mindestens genauso gut aufgestellt ist wie eine Minti oder ein Minti im engeren Sinne. Und damit haben sie es auch schon fast geschafft. Die Top Ten des Netzwerkmanagements, so wie ich, wenn ich 6 Jahre Revue passieren lasse, das für Paderborn mal zusammengestellt habe. Punkt 1 ist wahrscheinlich im Wesentlichen unkritisch, dass es schon ganz sinnvoll sein kann, Dinge planvoll und zielorientiert anzugehen. Sich, bevor ich Menschen anspreche, wollte MINT mit mir machen, erstmal zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin? Was für Ziele, was für eine Zielgruppe oder was für eine Fokusgruppe möchte ich jetzt im Wesentlichen erreichen? Welche Kinder und Jugendlichen sind es denn, die ich ansprechen möchte? Denn an die muss ich ja irgendwie rankommen. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich an die rankomme und mit welchen Angeboten. Und dann kann ich mir überlegen, wen ich dazu hole. Daher glaube ich, Punkt 1, der gilt ja fast immer. Der zweite Punkt, suche Gleichgesinnte, sei nicht missionarisch. Gleichgesinnte müssen ja gar nicht immer identische Interessen haben wie ich. Gleichgesinnte können ganz andere Interessen haben. Wir müssen nur irgendwo eine Schnittmenge haben. Wenn ich zum Beispiel überlege, was bei der Wirtschaftsförderung, Fachkräftesicherung oder das ZTI-Zentrum bedeutet, dann geht es schlicht und ergreifend darum, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen vor Ort zu sichern, indem sie ausreichend Fachkräfte mit den Qualifikationen vorfinden, die sie brauchen. Wenn ich mit der Uni darüber spreche, hat die Uni eine ganz andere Zielsetzung. Die Uni möchte vor allen Dingen ihre Hörsäle füllen. Natürlich hat die Uni auch einen gesellschaftlichen Auftrag, das ist mir klar, darum möchte ich ihr hier auch nicht zu nahe treten, aber erstmal geht es tatsächlich darum, Studierende für den Standort, für die eigene Uni, zu gewinnen.
Wenn ich an andere Institutionen denke, die wir in unserem Netzwerk haben, dann geht es denen vor allen Dingen darum, Besucher für ihre Institutionen zu bekommen. Denen geht es nicht um Wettbewerbsfähigkeit oder ähnliches. Also, ich muss Gleichgesinnte suchen, mit denen ich ähnliche Interessen habe oder Interessen mit Überlappungspotenzial. Die müssen nicht identisch sein, die Interessen definitiv nicht. Und was wir seit Jahren nicht mehr machen, das ist das missionarische Unterwegssein. Also wenn ich drei Gespräche geführt habe mit einem potenziellen Kooperationspartner und es zeichnet sich keine Bewegung ab, dann ist es vielleicht auch für den Moment erstmal okay und wir sprechen in 1, 2 oder 3 Jahren nochmal miteinander. Ergreife Gelegenheiten, wenn sie sich bieten. Punkt 3 habe ich vorhin zum Haus der kleinen Forscher erläutert. Da muss man dann gegebenenfalls auch mal, ich will nicht sagen gegen die eigene Geschäftsführung, sondern mit der eigenen Geschäftsführung einen Kompromissweg finden, um letzten Endes die definierten und beschlossenen Ziele auch erreichen zu können. Denn wie ich vorhin schon sagte, Haus der kleinen Forscher und Wirtschaftsförderung, das erschließt sich nicht jedem sofort, dass das zusammengehören könnte. Schätze deine Ressourcen realistisch ein. Ja, das ist auch schön. Denn wir wollen viel. Bei vielen von uns wird wahrscheinlich auch viel erwartet und vielleicht manchmal mehr auf den Schultern abgeladen, als wir tatsächlich heben können oder sollten, wenn wir dabei auch noch eine Weile gesund bleiben wollen. Daher an der Stelle kommt aber auch gleich noch ein Punkt, der ganz gut dazu passt. Ressourcen einschätzen und gegebenenfalls auch auf Punkt 6 warten. Damit ist natürlich eng verbunden, auch den Mut zu haben, mal Nein zu sagen, gegebenenfalls zu sagen, nee, das können wir gerne aufschieben, aber das machen wir mit Sicherheit nicht in den nächsten 6 Monaten. Da brauchen wir jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit. Punkt 6 ist ein schöner Punkt, geduldig sein. Denn mit Geduld regelt sich vieles von selbst, beziehungsweise werden viele Weichen auch einfach passender gestellt. Als wir hier angefangen haben und das ZTI-Zentrum gegründet haben, das ja ungefähr gleichzeitig mit dem ZTI-Schülerlabor gegründet wurde, gab es damals schon den Gedanken, was können wir eigentlich tun für die Jugendlichen, die jetzt aus dem Schülerlabor rauskommen und so begeistert sind, dass sie sagen, das möchte ich weitermachen. Ja, aber das ist selten die ganze Klasse. Das sind ja meistens nur 3, 4, 5 aus einer Klasse. Damals gab es also schon die Idee, wir brauchen Schülerforschungszentrum. Aber es gab keine Ressourcen, die bereitgestellt wurden. Wir hatten keine passenden Räumlichkeiten dafür. Es war schon gar nicht dran zu denken, dass wir eine entsprechende Betreuerin und Betreuer für diese Gruppen hatten, für Kinder ab 10 Jahren. Das ist ja nochmal eine andere Nummer, 10-Jährige zu betreuen, als 16-, 17-, 18-Jährige zu betreuen. Und an der Stelle hat es sich ausgezahlt, einfach geduldig zu sein. Und durch die enge Kooperation mit der Uni, durch die Teilnahme an Wettbewerben, durch die Orte, an denen hier Wettbewerbe wie Jugend forscht und First Lego League veranstaltet werden, durch die engere Verzahnung, lag dann irgendwann die Lösung auf dem Tisch. Die Finanzierung kam über einen Förderverein, der sich Paderborn überzeugt nennt. Und schwupps hatten wir 3,5 Jahre später ein Schülerforschungszentrum. 3,5 Jahre früher wäre es quasi unmöglich gewesen, das aus dem Boden zu stampfen. Meine ganz persönliche Erfahrung ist, die Chemie macht's, nicht der Inhalt. Wir haben auch Partner im Netzwerk, mit denen wir Kraft der Inhalte, die wir transportieren wollen und der dann wirklich sehr ähnlichen Zielsetzungen kooperieren und in der Regel auch gut kooperieren. Aber das merken Sie ja wahrscheinlich selber in Ihrer täglichen Arbeit. Dort, wo die Chemie stimmt, macht es einfach mehr Spaß und Sie sind auch eher mal bereit, Dinge zu stemmen oder zumindest mal anzupacken und auszuprobieren, als wenn Sie widerwillig in Kooperationsgespräche gehen, nur weil ähnliche Ziele sie vorantreiben. Und Punkt 8, der steht da tatsächlich absichtlich nochmal, weil zumindest hier für Paderborn ich sagen kann, Geduld ist das, was sich auszahlt. Manche Dinge brauchen einfach ein bisschen länger. Nutze die Kontakte und Impulse deiner 565. 565 ist eine Zahl, die ich kürzlich in einer Studie gelesen habe, wonach der Durchschnittsdeutsche über 18 Jahre 556 Kontakte hat, die er durch Telefonat oder kurzes persönliches Gespräch sofort aktivieren kann. Und das zielt so ein bisschen auf den Punkt ab, den ich vorhin ganz kurz angesprochen habe. Wenn Sie ein Netzwerk aufbauen wollen und neue Partner suchen, suchen Sie sich als erstes die Leute, die gute Kontakte zu der Gruppe der Menschen haben, die Sie brauchen, die sozusagen als Multiplikatoren für Sie mit erschließen können. Ohne das hätte das in Paderborn nicht halb so gut funktioniert, wie es unserer Meinung nach funktioniert hat. Letzter Punkt dazu. Denke kompliziert, löse einfach. Es ist häufig so in dieser Gemengelage Kreis, Stadt, 10 Städte und Gemeinden. Schule,
als Partner Unternehmen mit eigenen Interessen, die Universität, die noch eigene Interessen hat. Es ist ja auch schon häufig so, dass sie eine ganze Menge unterschiedliche Interessen unter einen Hut bringen müssen. Es lässt sich aber oft so realisieren, dass die Lösung hinterher eine klar strukturierte und ganz einfache ist oder dass es eben zwei Lösungen gibt. Dass es neben einem Schülerlabor für alle Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Paderborn und darüber hinaus ganz einfach ein zweites So, jetzt Schülerlabor bin ich auch geben schon wieder wird, dabei. Ich das auch hoffe, ein es hören bisschen für mich die alle. Quartiersentwicklung Herr genutzt Schob, Sie wird hören und dann auch? tatsächlich stärker den Paderborner Schülerinnen Super, und sehr Schülern gut. zur Wir haben heute Verfügung etwas stellt. mit technischen Also dort, Problemen wo zu es geht, kämpfen. Sie sind zumindest leider mein zwischendurch immer Leitspruch, mal wieder weg gewesen einfache Lösungen und generieren. mein Computer hat sich zwischendurch auch An dieser Stelle verabschiedet. Von erst einmal daher herzlichen ist Dank heute mit und jetzt bin ich Pleiten, Pech und gespannt auf Pannen Ihre verbunden. Fragen. Aber ich hoffe, jetzt können mich alle hören und es gab auch schon einige Fragen. Vielen Dank schon einmal für diesen Überblick, den Sie gegeben haben, insbesondere auch diese 10 Tipps am Ende. Einwandfrei. Die Finanzierung ist, glaube ich, ein großes Thema. Also es wurde einmal gefragt, wie Sie diese Stelle finanziert haben. Es war von einer halben Stelle die Rede. Wie finanzieren Sie? Was natürlich, also die Frage der strukturellen Finanzierung eben angeht, die ja tatsächlich die allergrößte Herausforderung, glaube ich, neben, das kennen wir alle, Projektfinanzierung geht. Strukturelle Förderung ist schwierig. Wie geht das? Und dazu passt auch die Frage aus Kassel nach der Finanzierung des Schülerforschungszentrums oder des Schülerlabors. Auch da die Frage, wie gelingt das bei Ihnen, das zu finanzieren? Ich erinnere Sie sonst gerne. Okay. Okay, ich fange an mit dem Schülerforschungszentrum. Sekunde, ich mache mir nur eine kurze Notiz, damit ich vielleicht nur die Hälfte vergesse und nicht mehr. Dankeschön. Ich fange an mit dem Schülerforschungszentrum. Schülerforschungszentrum ist insofern relativ einfach, als dass wir nur warten mussten, dass sich die Lösung präsentiert, weil wir das Schülerlabor haben. Das Schülerlabor steht zu bestimmten Zeiten leer, nämlich beispielsweise freitags nachmittags und samstags ganztägig, sonntags ganztägig. Und da lag es nahe zu sagen, wenn die Ressourcen, zumindest die räumlichen Ressourcen vor Ort sind, dann nutzen wir die, ausgestattet sind die Räume perfekt und haben schon mal die Raumfrage geklärt. Die zweite Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wie finanzieren wir Personal? An dieser Stelle gibt es einen Verein, der nennt sich Paderborn Überzeugt, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Dinge, Initiativen, Projekte zu finanzieren, die insbesondere das Image Paderborns auch über die Stadtgrenzen hinaus befördern können. Und dieser Verein finanziert pro Jahr zwei studentische Hilfskräfte und eine Teilzeitkraft, die die pädagogische Leitung des Schülerforschungszentrums übernommen hat. Damit hatten wir dann die personelle Ausstattung und wir hatten die räumliche Ausstattung. Was wir dann an der Stelle natürlich haben, sind zeitliche Ressourcen und sind mengenmäßige Ressourcen. Denn wenn ich vorhin von 70 bis 80 Teilnehmenden gesprochen habe, dann heißt das natürlich auch, dass wir Ehrenamtliche mit eingebunden haben, dass interessierte Eltern auch mitmachen durften. Denn mit einer pädagogischen Leitung, mit einer halben Stelle und mit zwei studentischen Hilfskräften kriegen sie niemals 70 bis 80 Jugendliche gerade in Wettbewerbsteams betreut. Das funktioniert nicht. Also da kamen dann noch Ehrenamtliche dazu. Das zum Thema Schülerforschungszentrum. Schülerlabor ist im Grunde genommen ähnlich einfach. Es gab seitens der ZTI-Landesinitiative so 2009, 2010 eine Anschubfinanzierung, die, ich meine, 50% der Gesamtfinanzierung betrug. Das heißt, damit sind diese Räumlichkeiten zunächst einmal aufgebaut worden, die in unserem Fall nicht an der Universität Paderborn entstanden sind, sondern im Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Das stellt die Räumlichkeiten weiterhin kostenlos zur Verfügung und stellt auch das eigene Callcenter zur Verfügung, um die Teilnehmerverwaltung zu machen. Das heißt, die Schulen anzusprechen, die Schulbuchungen entgegenzunehmen und ähnliches, weil die natürlich auch ein Interesse haben, dass dort Kinder und Jugendliche auftauchen, die vielleicht auch außerhalb des Schülerlabors einfach mal das HNF besuchen und weitere Angebote wie Workshop-Angebote, die Ausstellungen im engeren Sinne und ähnliches in Anspruch nehmen. Die Universität
stellt ebenso wie das HNF auch studentische Hilfskräfte ein und zur Verfügung. Gemeinsam entwickeln beide Partner die Module, die dort abgebildet werden. Und die Universität im Wesentlichen hat, glaube ich, will nicht lügen, 5 oder 6 studentische Hilfskräfte, die diese Module dann dort tatsächlich anbieten und durchführen. Das heißt, auch da ist durch die Kooperationspartner im Wesentlichen die Finanzierung geklärt. Da brauchen wir auch im Moment keinen Verein wie Paderborn überzeugt. Das machen Uni und HNF aus Eigeninteresse und dort, und aber es sind wirklich nur Ausnahmen, dort, wo es dann sinnvoll ist, und wo es so ins ZTI-Gesamtkonzept hineinpasst, kann auch zusätzlich über die BSU-MINT-Förderung finanziert werden, indem einzelne Maßnahmen des Schülerlabors BSU-MINT finanziert werden. Zum Haus der kleinen Forscher muss man schlicht und ergreifend sagen, das ist hier im Hause so eine Art Mischkalkulation. Wir haben insgesamt jetzt für den ZTI-Kontext 3 studentische Hilfskräfte, die wir einsetzen für ganz unterschiedliche Maßnahmen. Mal eine Robotik-AG in der Grundschule, die uns unterstützen bei Verwaltungsarbeiten in BSU-MINT-Fragen. Das heißt, eine dieser studentischen Hilfskräfte, Also die sehe ich auch es mit in richtig, der dass im Grunde genommen Gesamtverwaltung der der Trick DFG darin besteht, mitarbeitet, eine ist zentrale Stelle, die diejenige, die koordiniert, aber die Arbeit zusammen mit sozusagen einer verteilt auf viele Streitungskraft Schultern. Also Sie haben offensichtlich im viele Sekretariat der Wirtschaftsförderung, Akteure mit an Bord geholt, die die dann auch tatsächlich durch genau Eigenmittel ihre Wirtschaftsverwaltungsstaff, Netzwerkarbeit Forschung, unterstützen. Ist das Netzwerkkoordination so liegt bei mir und das ist eben sozusagen der Teil die goldene Regel? Fachfinanzierung, Ja. der hier mitfinanziert wird, den man eben nicht sofort bei Wirtschaftsförderung vermutet. Nein, doch sind Sie da. Ihr Bild ist gerade eingefroren, aber Das geht gar wir nicht hören anders. Sie. Das geht gar nicht anders. Also so ist das Paderborner Netzwerk entstanden. Also es passiert mir schon, dass ich nehme das selber gar nicht mehr wahr, weil ich das selten reflektiere. Aber es ist schon in der Tat so, dass ich hin und wieder auf Veranstaltungen angesprochen werde, wie wir das in Paderborn eigentlich alles hinkriegen. Und dann wird mir immer wieder bewusst, das Ja. ZTI-Zentrum, bin ich gerade schon wieder weg? Sie können mich noch hören? Okay, dann bin ich nur bei mir weg. Das ist ja nicht schlimm. Ja, alles klar. Dann rede ich einfach weiter. Das ZTI-Netzwerk hier nur funktioniert, weil die Partner entsprechend eingebunden werden und selber entsprechend aktiv sind. Wir selber im ZTI-Zentrum haben genau 2 1/4 Stellen bis kurz vor den Sommerferien gehabt. Das, was ich hier abgebildet habe, lässt sich mit 2 1/4 Stellen nicht abbilden. Das sind tatsächlich die Partner, die selber sehr aktiv sind. Und dort, wo notwendig, heißt es dann halt auch tatsächlich mal losgehen und zu schauen. Paderborn überzeugt hat das Geld auch nicht von sich ausgegeben, um Schülerforschungszentrum zu Ich soll Sie finanzieren, aber im sondern da Hintergrund mussten wir von schon Frau Pola anfragen und ja auch einen erinnern, ob Sie Antrag noch Ihre stellen. Kamera Und das wieder an Gleiche einem ist Aus- es, und wann wieder auch immer anstellen wir könnten. Dann technische sehen wir sie Ausstattung oder auch Ähnliches vielleicht wieder. Aber benötigen, hören die tun wir dann sie schon hin und wunderbar. wieder zum auch Da die schließt sich die Unternehmen Frage, Sie sagten jetzt stärkeren auch Überflug Unternehmen, da kam gehen. auch die Das ist Frage, auch ein wie fachfinanziertes konkret für euch. binden Sie Aber Unternehmen das ein? funktioniert Bieten auch. Sie sozusagen Zumindest solange es keine Dienstleistungen überschaubaren an Projekte davon oder gibt. wie gehen Aber Sie Sie da haben recht, es konkret? sind die Partner, die Gibt es da letzten auch Endes das irgendwie einen Netzwerk stark Tipp, machen. den Das Sie sind nicht hätten? wir hier in der Koordination. Die erste Rückmeldung dazu ist, ich habe jetzt meine Webcam ein- und ausgestöpselt, aber sie hat trotzdem entschieden, ein Eigenleben zu führen. Versuche noch einen anderen Steckertrick hier eben. Das Einbinden von Unternehmen findet in erster Linie über BSU-MINT statt, über die Berufs- und Studienorientierung. Das heißt, wir sind inzwischen an dem Punkt, an dem wir auch kaum noch auf die Unternehmen zugehen müssen. Die meisten Unternehmen haben von sich aus erkannt, was für Potenziale da drin stecken, weil wir auch Maßnahmen haben, in denen hinterher 100% der Teilnehmenden tatsächlich direkt in Praktika oder als Werkstudenten oder ähnliches weitermachen und in Verbindung mit den Unternehmen bleiben. Am Anfang war es in der Tat so, dass wir den Unternehmen schon erklären mussten, was BSU-MINT ist, was wir uns darunter vorstellen können, wie sie sich das vorstellen können.
Aber das war dann relativ schnell klar. Und die Dienstleistung, die wir den Unternehmen anbieten, ist neben der reinen Information, was ist BSUMint überhaupt, was habt ihr für Möglichkeiten, auch tatsächlich die Verknüpfung mit anderen Unternehmen, um zu sagen, dann bietet doch sowas mal im Netzwerk an. Wir haben jetzt beispielsweise am kommenden Wochenende einen dreitägigen Hackathon hier im Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Das sind wieder 70 Teilnehmende. Das traut sich nicht jedes kleine oder mittelständische IT-Unternehmen zu. Nehmen wir die aber im Verbund, ein Netzwerk aus 16 Unternehmen, dann ist das plötzlich möglich. Und wir übernehmen dann die oder steigen mit ein in die Konzeption eines solchen Angebots. Wir würden die Maßnahmeanträge stellen, wenn es BSUMint gefördert werden soll, würden uns um die Abrechnung kümmern, würden auch die Werbung mit übernehmen, das heißt, würden das auch an unsere Verteiler weiterspielen. Das sind dann so im Wesentlichen die Dienstleistungen. Was wir nicht machen, worüber wir nachdenken, ob wir das zukünftig tun, aber das ist noch im Stadium des Ja, Nachdenkens, also ist, dieses, ob wir vielleicht viel stärker noch in dieses diese die, also Matching auch da irgendwie mehr mit oder weniger sich als eingreifen Dienstleister, wollten. auch Das als heißt, den Unternehmen Netzwerkkoordination tatsächlich, zur Verfügung sagen wir mal, stellen und damit den zielgenau Unternehmen einen Mehrwert potenzielle anbieten, wenn ich Auszubildende das jetzt oder richtig zu den verstanden habe. Absolventen zu, in Ja, Anführungszeichen, präsentieren. ich Das ist verstehe. aber eine Überlegung, Und die im Moment da würde mich definitiv noch tatsächlich nicht nochmal in die im Runde, Raum ist. vielleicht mag das Unternehmen Aber in ich dem muss Chat ganz ehrlich sagen, schreiben, für mich würde Unternehmen ist interessieren, es dieses Matching, relativ ob da tatsächlich einfach, schon mal jemand weil die ein Erfahrung hat. Auch dafür Eigeninteresse kann so ein haben. Webinar ja mal gut sein, um da Meistens. Erfahrung auszutauschen. Also wenn da jemand konkret schon Erfahrung hat, würde mich das tatsächlich interessieren. Vielleicht Herrn Schob dann auch. Die Frage war noch genau, Unternehmen gewinnen, und dann war auch noch die Frage von Frau Ja, Litzel, wie man es genau schafft, darum geht's. langfristig Genau Partner darum zu gewinnen. geht's. Das bezieht sich vermutlich dann nicht nur auf Unternehmen unbedingt, sondern eher auch Kooperationspartner, Netzwerkpartner. Sie haben ja viele schon angesprochen. Gibt es da auch noch mal so, wo Sie sagen, dass so ein zentraler Punkt oder den Sie beachten würden oder wo Sie einen Tipp für haben? Also die Frage von Frau Litzel ist, wie schaffen Sie es, die Partner langfristig an Bord zu halten? Haben Sie viel Fluktuation in Ihrem Netzwerk? Und sonst Frau Litzel gibt auch gerade nochmal was ein. Erklärt das vielleicht auch nochmal. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich jetzt nicht so ganz genau, in welche Richtung diese Frage zielt. Ganz, ganz. Okay, nee, vergleichsweise wenig Fluktuation. Das heißt, die meisten Partner, die wir im Netzwerk haben, sind auch tatsächlich über längere Zeit da. Was aber auch daran liegt, dass, wenn ich jetzt beispielsweise an den Hackathon denke oder an andere Maßnahmen, die wir in Unternehmen machen, die Unternehmen machen das ja nicht nur, weil sie gute Menschen sind, sondern auch, weil sie ein Eigeninteresse haben. Und wenn die Unternehmen einmal festgestellt haben in einer BSO-Maßnahme, dass aus 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vielleicht tatsächlich 12 Auszubildende fürs nächste Jahr gewonnen werden können und eine bessere Möglichkeit, die im Vorfeld kennenzulernen, habe ich nicht als über eine langfristige Maßnahme zur Berufs- und Studienorientierung, dann können Sie relativ sicher sein, dass die auch längerfristig bei Ihnen bleiben. Gerade wenn Sie diese Kooperationsaufgaben übernehmen Jetzt höre ich und Sie gerade nicht mehr. gegebenenfalls Jetzt wieder. auch noch den Schulen so ein bisschen, die kommen ja dann in der Regel aus Schulen der Region, den Schulen ein bisschen Jetzt Unterstützung sind Sie wieder da. versprechen. Das wiederum Nehmen Sie lässt mal die ganz kurz Unternehmen weg. natürlich in Ja, der Sie sind noch da. Ich Öffentlichkeit höre auch Sie. ganz gut dastehen. Dann funktioniert das Jetzt sind Sie eigentlich ganz ganz weit weg. gut. Der Punkt ist tatsächlich Wir der, halten noch kann 10 ich dort Minuten durch. irgendeinen Mehrwert anbieten, den Unternehmen sonst nicht haben oder aus eigener Kraft nicht haben? Und Das ist da voll. sind es vor Mit dem allen I Dingen die im MINT kleinen und haben wir es heute. mittelständischen. Die großen, wenn jemand so eine Frau Litze Koordinierungsfunktion hat übernimmt, nochmal die das können üben. nochmal präzisiert und hat geschrieben, Ja, bin ich noch ob da? es ein Problem war, dass man manche Bin ich Partner noch da oder zwischendurch bin ich nicht in jetzt bin ich Anführungszeichen wieder da? bedienen können und ob sie dann in Rechtfertigungsdruck Na gut, das Bild ist weg. Mal kommen. gucken, wie lange der Ton noch da ist. Können Sie mit der Bin, Frage bin. was anfangen? Läuft ja alles super heute. Ja. Nein, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Denn wenn Partner überhaupt eigene finanzielle Ressourcen hier investieren, dann ja nur, wenn sie auch einen aktiven Part haben Und und da in gab es auch eine noch eher so die Maßnahme, in irgendein Angebot Ergänzung, einbezogen werden. Gewinnung Nein, von bisher haben wir Unternehmen, war hier keinerlei die von Rechtfertigungsspruch. Frau Becker aus Südhessen, Zumal die gerade sagt, dort, wo naja, Fördermittel beim einsetzen, auch allen Studium Beteiligten Berufsorientierung klar kann man ist, das Unternehmen machen ganz gut wir aber auch gewinnen, aber immer was ist klar, beim Haus der kleinen Frau, dass also diese jüngere eine Zielgruppe, es ist die schwieriger. Haben Sie auch da Verfügungsstellung von Erfahrung Fördermitteln gemacht? ja nicht in Gibt es Stein da einen gemeißelt ist für Unterschied, die dass man zu bestimmten Themen Ewigkeit. Das natürlich heißt, ich Unternehmen habe da noch keinen Richtung Rechtfertigungsschutz nachher erlebt. Wer Ausbildungsplätze mal und nicht ähnliches dabei ist, ist gewinnen mal nicht kann, dabei. aber wenn man Angebote hat für eben Sekundar-, Primarstufe, Kindergarten, ob man da mehr Probleme hat. Können Sie dazu was sagen? Also zwei Dinge fallen mir dazu ein. Es ist richtig, die Erfahrung machen wir ja auch. Nach unten hin, und zwar wenn ich jetzt altersmäßig drauf schaue, nach unten hin wird es ein bisschen dünner, was die Begeisterung der Unternehmen angeht und was auch die Zahl der Unternehmen angeht, die sich da aktiv engagieren. Wir haben uns einfach den Spaß gemacht und mal geguckt, gibt es denn schon Unternehmen, die vielleicht sogar damit werben, dass sie auch Kitas unterstützen? Gibt es Unternehmen mit Betriebskitas? Und an die sind wir als erstes herangetreten. Und wenn sie die nur oft genug in der Zeitung haben, mit strahlenden Kindergesichtern, wie wieder Forscherkästen übergeben werden, dann haben sie auch hin und wieder zumindest mal ein, zwei andere Unternehmen, die auch gerne in die Zeitung möchten mit fröhlichen Kindergesichtern. Das heißt, das ist ja kein Trick, sondern im Grunde genommen eher so der Versuch, zuerst mal die zu identifizieren, die da eh schon engagiert sind, weil sie vielleicht auch eine ähnliche Zielsetzung haben, dass sie sagen, der Flaschenhals muss breiter werden, ich darf nicht nur oben schauen, ich muss auch weiter unten schauen. Und wenn sie mit denen zwei, dreimal was Schönes gemacht haben und die auch in der Presse waren, dann wird es in der Regel ein bisschen leichter, auch noch andere zu gewinnen. Was fast immer funktioniert, ist, wenn sie es für spezielle Projekte machen. Das heißt, wir stellen fest, dass das Sponsoring viel einfacher ist, wenn A, Kinder da oder Jugendliche dabei sind und B, wir ein bestimmtes Ziel haben, zum Beispiel die Finanzierung von Forscherausstattung, die Finanzierung einer Wettbewerbsreise, um irgendwo teilnehmen zu können, insbesondere im europäischen oder außereuropäischen Das Ausland. passt was. Da geht es relativ schnell, da sind auch Unternehmen sehr schnell Ja, das bereit ist, glaube ich, zu sagen, sechzig Mensch, der da Erfahrungen, geben die wir wir aus Geld vielen aus. anderen Netzwerken auch gespiegelt Schwierig wird es, bekommen. wenn Sie sagen Deckt müssen, sich auch was, mit wir dem, was brauchen Frau jetzt Qualek 20 Unternehmen und aus jedes Kassel ja Unternehmen auch schreibt, 500 das Euro ist in der geben Regel einfach, und dann dass man können wir mal so eine erstmal Viertelstelle ein Letter Jahr of Intent finanzieren. kann man gut Das wird unterschreiben und die vergleichsweise Bereitschaft, schwierig. Da aber sehen sie auch eher darauf Unternehmen bauen, nicht dass sofort man den Nutzen, kostenfreie den Sie Räume, davon haben. Referenten, Fachexpertise, Kontakte eben Da mögen Sie lieber nutzen kann Fonds oder für zur fröhliche Verfügung gestellt Kindergesichter. bekommt. Das passt ja auch so ein Ohne bisschen Unternehmen dazu. Unrecht tun zu wollen, aber das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also auf jeden Fall flexibel und nicht in eine Richtung gehen, Das ist sondern noch eine schöne verschiedene Ergänzung Bausteine im übrigens zum Grunde Haus der bedienen, um kleinen dieses Forscher. Sie haben Netzwerk nämlich aus genau auf dem Grund sichere auch Bahnen zu irgendwann gesagt, stellen. dass die Ich würde pädagogischen noch mal Fachkräfte kommen jetzt gerne nicht mehr zum Haus der kleinen noch mal Forscher, zurückkommen. Sie hatten am sondern wir gehen Anfang, jetzt einfach zu den pädagogischen nein, eine Fachkräften. Denn Frage habe gerade ich noch aus von dieser Frau Becker Raumnot ganz am heraus haben wir Anfang. auch Sie gesagt, ja, dann fragte machen nach wir es der doch einfach in den Schnittmenge zwischen Familienzentren. strategisch und Da gibt es doch operativen auch öfter mal Netzwerken. Sie Räume, hatten am die Anfang man von dafür nutzen kann. Das heißt, Subnetzwerken wir gehen dann gesprochen. Ich auch glaube, in dem tatsächlich Zusammenhang raus und nutzen kam die die Ressourcen. Frage. Gibt es da für Sie eine klare Trennung, Unterschiede? Ja. Ja, da gibt es eine klare Trennung. Das für mich strategische Netzwerk, das einzig echte strategische Netzwerk, ist das, was wir ganz zu Beginn 2010 gegründet haben, um uns sozusagen den Boden zu bereiten und die Legitimation zu geben, hier für den Kreis Paderborn das Thema MINT-Förderung überhaupt zu kanalisieren und bündeln zu können. Dieses eher strategische Netzwerk sehe ich dann auch im Beirat des ZTI-Zentrums, wo es eher darum geht, auch sowas wie eine strategische Ausrichtung zu besprechen, abzustimmen.
Punkt. Also da Darunter schon wird dann klare Trennung, geschaut. aber auch, Danach komme ich in was die natürlich dann auch in die operative strukturelle Umsetzung. Frage Und geht, diese wie baut man so ein Netzwerke haben nur Netzwerk aus, was insofern geht in mit meinen Beirat, Augen miteinander zu Initiativkreis, tun, ähnliches, wo man als sich dass sicherlich auch natürlich das, als jeweils was als so Netzwerk in einem stark darüber Lenkungsbeirat klar werden muss, was beschlossen will wird, ich und wo sind hinterher da auch in die meine wichtigen Partner. operative Umsetzung getragen werden Was muss. mich in Und dem an auch noch der Stelle interessieren kommen würde, dann die Sie hatten ja am operativen Anfang Netzwerke wieder ins angesprochen, Geschäft. Eine echte das Verbindung Thema der beiden miteinander gibt es nicht. Generalist, Spezialist. Also ich habe Sie so verstanden, dass Sie tatsächlich eher Generalist. Haben Sie da Erfahrung, wie das so insgesamt in den ZTI-Netzwerken oder auch anders aussieht? Ist das die Mehrheit, wo es eher die Generalisten sind, oder kann es an der einen oder anderen Stelle auch Sinn machen, Spezialisten reinzuholen in die Netzwerkarbeit, in die Netzwerkkoordination vor allen Dingen? Ich glaube, dass das Netzwerk im Wesentlichen aus Spezialisten besteht. Ich glaube, die Generalisten sind gar nicht so wahnsinnig viele, denn in dem Augenblick, in dem ich für eine BSO-Maßnahme ein Unternehmen brauche, oder den Kitas Plätze für Workshops für pädagogische Fachkräfte anbiete, habe ich ja hinterher ausschließlich Spezialisten, die in diesem Netzwerk mitarbeiten. Ich gehe sogar davon aus, selbst wenn ich hier bei uns jetzt im Haus schaue, ZTI, das ZTI-Netzwerk hier im engeren Sinne, die Koordinierungsstelle des ZTI-Netzwerks. Wir haben zwei MINT-SHKs, eine Maschinenbauerin und eine Informatikstudentin. Wir haben eine Geografin. Und mich, also zweimal MINT, zweimal nicht MINT. Aber alles, was wir außerhalb des ZTI-Zentrums im engeren Also im Sinne an Netzwerk ja, Kooperationspartnern Koordination kann haben, wenn grundsätzlich ich an Generalist sein. Das Ausbildungsleiter sind, in glaube den ich, auch die Erfahrungen, Unternehmen die wir denke, gemacht haben, was ganz die Schüler vielfach, fit dass eben machen im tatsächlich Bereich Generalisten Elektronik, im sind. Bereich Es gibt noch die Frage von Witzel, Metallverarbeitung. werden Wickeln Das sind im fast Konstrukt alles das Bildungsprogramm, MINT-Fachkräfte. die Das Netzwerk operativen oder besteht das im Wesentlichen aus strategische Netzwerk? MINT-Fachkräften. Also Nur anknüpfend die an die Frage vorhin an Netzwerkkoordination operativen muss es und zumindest in strategischen unserem Netzwerken. Fall nicht zwingend sein. Das war eigentlich die Aussage, die dahinter steckt. Ohne MINT-Spezialisten funktioniert das Netzwerk nicht. Der Beirat gibt lediglich Richtungsempfehlungen. Im Beirat sitzt auch die Agentur für Arbeit, die natürlich Richtungsempfehlungen mitgeben kann. Das ist allerdings auch ein Grund, weshalb wir gesagt haben, wir möchten, dass mindestens 80% unserer Maßnahmen, zumindest wenn es Berufs- und Studienorientierung ist, von und mit Unternehmen gemacht werden, weil ich unterstelle, dass niemand, auch keine Arbeitsmarktstatistik, mir so genau sagen kann, was Unternehmen brauchen, wie die Unternehmen selber. Und das heißt, wir sitzen dann meistens an einem Tisch, haben eine ge generelle Das strategische heißt konkret, Ausrichtung, aber was sitzen können. dann mit den Unternehmen am Tisch und überlegen, passt mal auf, wie könnte Sie denn so hatten eine das ja schon Maßnahme angesprochen, aussehen? auch Und aus den Richtung Befragungen der Teilnehmer, aus den Telefon versus Erfahrungswerten, digitaler erfahren wir natürlich Kommunikation. auch, wie Können Sie da solche vielleicht noch ein paar Maßnahmen Stichworte sagen, wie weiterentwickelt Sie werden können, Jugendliche stärker optimiert noch werden können? erreichen wollen? Und haben uns jetzt gerade auf den Weg gemacht, für die Zukunft viel stärker die Jugendlichen selber einzubinden in die Entwicklung der Angebote, die wir machen. Aber es wird auf der operativen Ebene gemacht. Es ist die Wir sind, es ist ein bisschen zu früh, das jetzt tatsächlich schon umfassend beantworten zu können, weil wir an einer Strategie mit der Landeskoordinierung arbeiten. Aber wir haben einfach mal zwei Testballons gestartet und haben zum einen gesagt, wir hatten Jugendliche, die ein Also da noch Robotikangebot sozusagen wahrgenommen haben und es gab die Option, einen Aufbauworkshop zu machen zum Thema Robotik. Und an der Stelle haben sich dann die Coaches zurückgezogen und gesagt, so, ihr bestimmt, was da inhaltlich reinkommt, was wir methodisch machen. Ihr dürft sogar mitbestimmen, wie wir das Ganze zeitlich aufstellen. Wir geben nur die Rahmenbedingungen, in Ja, die es jetzt wieder. passen muss, Sie waren wenn wir kurz es weg. fördern lassen wollen. Sie waren kurz So, weg, und jetzt dann sind Sie haben die wieder da. Jugendlichen ihren Workshop quasi selber bestimmt, innerhalb vorgegebener Rahmenbedingungen. Aber die waren nicht besonders strikt. Das heißt, die konnten tatsächlich sehr viel selber entwickeln. Und was jetzt gerade im ZTI-Kontext in Ostwestfalen-Lippe passiert ist, also über Paderborn hinaus. Bin ich noch zu hören? Hallo? Bin ich schon wieder weg? Ich höre niemanden gerade.
Okay. Und ein zweites Beispiel dafür ist, dass hier gerade in Ostwestfalen-Lippe zum Thema Digitalisierung Doch, vier Sie sind Module wunderbar zu entwickelt hören. sind von Ich höre Sie Studierenden, aber. die also noch sehr, sehr Okay, nah dran sind dann an der Zielgruppe, die wir mit den Sie, Klassenstufen 8 bis wunderbar. Wir 13 sind ja im auch am Ende Fokus unserer haben. Zeit Das angelangt. heißt, was wir gerade sehr stark versuchen, ist, die Jugendlichen Und ich möchte mich zusammen jetzt mit den nochmal Unternehmen ausdrücklich entschuldigen, dass viel das heute stärker in die technisch etwas Maßnahmenkonzepte schwierig war einzubinden. beim vierten Webinar, wenn wir das hoffentlich Jetzt bin ich wieder anscheinend wieder weg, besser zumindest hinbekommen. Ich sehr danke Ihnen ganz ziemlich herzlich, dass Sie uns jetzt. diesen Einblick in Nee. Ihre Arbeit vor Ort gegeben haben, aber auch viele Tipps, die, Alles klar. denke ich, für Ja, ich hoffe es auch. andere, auf andere Netzwerke zutreffen und generelle Tipps, gerade was die Aktivierung von Jetzt sind Sie weg. Netzwerkpartnern angeht, was die Wenn ich noch Ansprache von da bin, jetzt Unternehmen sind Sie weg. angeht. Jetzt sind Ich Sie glaube, da konnten eingefroren. viele von profitieren von dem Input, den Sie da aus Ihren Erfahrungen bekommen Ich bleibe haben. jetzt einfach. Ich würde, abgesehen von den technischen Schwierigkeiten, die Sie natürlich in dem Feedbackbogen vermerken können, den würde Kollegin Beer sicherlich gleich mal einblenden. Gibt es wieder einen Feedbackbogen, beziehungsweise wird hinterm Anschluss an das Webinar an alle Teilnehmenden zugesendet. Und ich möchte natürlich auch gerne noch schon auf unser nächstes Angebot aufmerksam machen. Wir haben geplant, im Herbst eine ganze Reihe zum Thema anknüpfend an das, was auch Herr Schob gerade gesagt hat, MINT-Region digital. Also das Thema beschäftigt sicherlich auch ganz viele, Social Media, Website, ähnliches. Und das erste Webinar zu dem Thema mit Katharina Peranitsch von der Stiftung Bürgermut wird darum gehen, wie man eine Website gestaltet, beziehungsweise worauf man achten muss, wenn man solch eine anlegt. Was ist kostengünstige Varianten, worauf kann man vielleicht auch verzichten, was ist wichtig. Also da wird Frau Peranitsch am nächsten Mal uns einen Input zu geben. Und in den folgenden Webinaren wird es dann auch um Social Media und digitale Tools gehen. Die Termine werde ich aber auch noch rechtzeitig bekannt geben. Dann herzlichen Dank, insbesondere an Herrn Schob, an die Stiftung Bürgermut und ich verabschiede. Jetzt waren Sie wieder zu hören, wunderbar. Verabschiede ich mich hier aus der Körperstiftung und freue mich, Sie alle zum nächsten Webinar am 24. Oktober wieder hier zu sehen.